Wunderschönen guten Morgen YouTube. Wir sind am Flughafen. Es geht nach Miami und in anderthalb Stunden geht der Flieger. Eingecheckt habe ich schon. Und jetzt frühstücke ich noch ein bisschen und dann geht es los. Ich bin sehr froh, mal ein bisschen zu pennen jetzt gleich im Flieger. Man sitzt zwar so ein bisschen so, ne, ihr kennt das ja, so in dem Modus, ne? Aber das ist auch egal, denn man freut sich ja auf die Sonne und das warme, tolle Wetter, hoffentlich. Ja, ich freue mich jetzt auf den Flug, wollte euch kurz Bescheid geben und nehme euch selbstverständlich mit. Bis später. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Marc. Ich bin in Miami gelandet, gut angekommen und jetzt gerade bei mir zu Hause. Warum bin ich immer so oft hier? Ich schätze so 2-3 Mal im Jahr, weil einfach das Wetter dort kacke ist in Berlin, ne? Also ziemlich häufig, zumindest über den Winter. Und man hier dann zwischendurch einfach auch mal eine andere Atmosphäre hat und ein bisschen mehr Energie wieder sammeln kann und mitnehmen kann. Und deswegen switche ich sehr, sehr viel. Und jetzt nehme ich euch mit, zeige euch mal mein Zuhause hier. Relativ cool, auf jeden Fall eingerichtet, fühle mich hier sehr wohl. Habe mein Büro auch hier, mein mobiles. Das heißt, der meiste Kram ist natürlich in Berlin. Mein Ausblick beim Arbeiten ist auch sehr gemütlich. Ja, von hier kann man sehr tief runter gucken. Das heißt, für die einen, die nicht schwindelfrei sind, wäre es wahrscheinlich nichts. Ansonsten, was steht an? Ich werde hier fleißig trainieren. Im Sommer stehen einige coole Projekte an, fernsehtechnisch, und da soll man natürlich gut aussehen, fit sein. Und der liebe Julian hat mir einen ganz tollen Plan zusammengestellt, dass ich hier nicht fett werde und schön fleißig weiter trainiere. Das bedeutet, ich nehme euch gleich mit zum Einkaufen, weil der Kühlschrank bei mir nämlich noch komplett leer ist und ich auch gesunden Kram irgendwie einkaufen muss. Ja, und dann wird natürlich vielleicht auch 1-2 Mal gecheatet. Na, da nehme ich euch dann gerne auch mit und berichte euch und zeige euch mal meine Zeit hier in Miami. Ansonsten sehen wir uns gleich beim Einkaufen. 3, 2, 1. Leute, ohne Scheiß, ist einfach hier wie in so einem Gewusel, als wenn Leute irgendwie das letzte Mal in ihrem Leben einkaufen können und morgen alle Läden schließen für immer und ewig. Hier ist ein wirklich getümmeltes, unfassbar. Bisschen fitnessgerecht eingekauft an Obst, Gemüse. Alles eiweißhaltig, schön gesund und clean. Gecheatet wird dann auch irgendwann, aber das machen wir dann nochmal separat. Ansonsten, ja, viele Eier, viel zum Kochen und Braten. Da gibt es dann auch nochmal ein schönes Video. Und ja, jetzt geht es damit erstmal schön nach Hause. Kämpfen uns durch die 500.000 Kassen durch. Ja, und düsen dann direkt nach Hause. Bis gleich. In Deutschland ist es ungefähr so, da kostet jede Tüte 15 Cent. Hier kannst du dich damit eindecken. Vielleicht nehmen wir die auch alle mit einfach und verkaufen die. Einfach vor Kaiser so für 9 Cent oder so. Nee, Quatsch, aber Wahnsinn, ey. Wer soll das alles tragen? Amerika. Ey Leute, wenn ihr echt der Meinung seid, in Miami oder in Florida ist immer schönes Wetter. Hier oben, guckt mal hier. Ich meine, das geht jetzt schon wieder. Eben war es total Schaden, also richtig Chaos. Da regnet es hier richtig, sich richtig schön ein, aber das verzieht ja auch immer schnell. In so 1-2 Stunden ist da echt eine pralle Sonne. Hoffentlich, ey, jetzt ist ja auch noch Berufsverkehr. Also man ist motiviert auf jeden Fall hier schön Auto zu fahren. Und die fahren hier vor allen Dingen auch alle sehr ordentlich und ja, halten sich an die Verkehrsregeln nicht. Ja. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Man muss ja auch einige Sachen echt einstecken. Egal, hoffentlich kommen wir gleich an.